Sorry, Kamera gekippt. Heute klappt hier wieder rein gar nichts und wir haben 29 Grad und die Wärme pisst mich auch an. Ich bin heute allgemein angepisst, weil ich auch ziemlich dolle Knieschmerzen habe wieder. Das Wetter macht mich echt fertig. Ja, ihr werdet euch jetzt mit Sicherheit fragen, warum hat denn das Butzi Knieschmerzen? Das Butzi hat eine... Oh, kriege ich halt heiliges Donnerflittchen hier. Mensch, im Kreisverkehr rumkriechen und alle anderen aufhalten. Ja, warum ich Knieschmerzen habe? Ich habe eine Fehlstellung beider Kniescheiben. Und ich sollte vielleicht nicht unbedingt von dem vierten Gang wieder in den dritten schalten, außer ich will ein bisschen rumrasen. Aber das macht man natürlich nicht. Wir sind ja verantwortungsbewusst. Ja, eine Fehlstellung der Kniescheiben, beziehungsweise, ja, einfach eine Fehlstellung der Kniescheibe. Die Kniescheibe sollte eigentlich mittig laufen und bei mir dreht sich die Kniescheibe im Endeffekt nach innen, was zu ziemlich dollen Schmerzen führt. Ja, deshalb, ich brauche Mitleid. Gebt mir eine Hunde Mitleid. Oh, wenn ihr Mitleid mit mir habt, schreibt unter das Video. Butzi, du bekommst Mitleid von mir. nee, das ist jemand, der sich damit ein bisschen auskennt, der weiß, von was ich rede. Ja, es ist natürlich, wenn wir einmal bei dem Thema sind, was ich wirklich eine Schweinerei finde. Ich bin über die AOK ganz normal versichert. Und ich habe letztens beim Arzt angerufen und habe eben gefragt, hier, ich habe ziemlich extreme Schmerzen, weil sich das nicht nur bei mir auf die Knie auswirkt, sondern auch auf die Schultergelenke, also beziehungsweise alle Gelenke durch die komplette Fehlstellung, geht das halt in den Rücken und pipapo, ja, vielleicht altersbedingt. ja, ich habe auf jeden Fall angerufen und habe gefragt, hier, ich habe wirklich extrem Schmerzen und ich möchte bei Ihnen da einen Termin ausmachen. So, und dann sagt die, ich sag mit Absicht dumme Trulla jetzt, meint die dumme Trulla von dem Arzt eben zu mir sagen zu müssen, ja, sind Sie privat oder Kassenpatient? Und ich so, ja, ich bin Kassenpatient. Ja, und dann sagt die halt zu mir so, ja, nee, dann haben wir erst am 29.07. wieder was frei. Da habe ich mir natürlich auch gedacht, das ist super. Muss man erst im Sterben liegen, bis man dann einen Termin beim Arzt bekommt? Ja, da frage ich mich wirklich, warum macht man sowas? Klar, verdienen die Ärzte mit Privatpatienten wesentlich mehr als mit Kassenpatienten, aber müssen dadurch die Kassenpatienten wirklich in der Hinsicht dann schlechter behandelt werden? Beziehungsweise sagt man es einfach mal so, wieso muss ein Kassenpatient fast einen Monat auf einen Termin warten und ein Privatpatient kommt und macht hier, ach ja, Sie haben morgen einen Termin. Ja, hallo, geht's noch? Kassenpatienten sind genauso Menschen, die krank werden können wie Privatpatienten. Sowas finde ich ehrlich gesagt wirklich eine Schweinerei. Und ich war mal eine Zeit lang am Überlegen, mich auch privat zu versichern. Aber dann habe ich mir gedacht, nö, ich sehe das ganz einfach nicht ein. Warum denn auch? Erstens zahlt man da einen Haufen Kohle. Und zweitens, du kommst halt nur früher dran. Ja. Ich verstehe solche Ärzte nicht, die dann wirklich nur drauf aus sind, nur Privatpatienten zu nehmen. Ja. Ich meine, dann sollen sie halt eine Praxis machen, wo sie direkt dran schreiben, nur Privatpatienten, wenn sie darauf aus sind, nur Privatpatienten zu behandeln, dann sollen sie halt um Herrgotts Namen ein Schild dran machen, nur Privatpatienten. Aber in meinem Fall ist es wirklich scheiße. Weil man hat mir schon gesagt, man sollte die Knie auf jeden Fall operieren. Und da werden dann, wird dann, wie hatten die mir das erklärt? Die,
der Knorpel wird im Endeffekt irgendwie begradigt, zwischen Kniescheibe und Knorpel wird irgendwie was begradigt und dann wird die Kniescheibe in die Mitte gesetzt und die Bänder werden zusammengerafft. Ja, aber wie ihr seht, ich fahre mit dem Auto rum, also das heißt, ich habe es noch nicht machen lassen. Und zwar einfach aus dem guten Grund, es kam vor kurzem erst eine Reportage im Fernsehen, wo dann eben gezeigt wurde, dass doch in Deutschland viel zu viel einfach so operiert wird. Ja, und wenn du dir dann natürlich bei einem anderen Arzt eine zweite Meinung einholen willst, musst du natürlich einen Monat lang warten. Da könnte ich mich einfach nur maßlos aufregen. Was soll denn so eine Ziegenkacke? Ist Mensch nicht gleich Mensch? Heißt es nur, weil der eine mehr Geld hat als der andere, dass der da bevorzugt werden muss? Ja. Ich bin da echt platt und weiß auch gar nicht genau, was ich davon richtig halten soll. Weil meiner Meinung nach, wenn jemand Schmerzen hat, dann sollte das behandelt werden. Bei mir sind die Schmerzen teilweise so extrem, dass ich kaum noch laufen kann. Und ich kann dann nicht zum Arzt, weil ich kein Privatpatient bin, sondern dann wirklich einen Monat auf einen Termin warten muss. Und einer, der sich in den Finger geschnitten hat, wo du ein Pflaster draufklebst, der ruft beim Arzt an, ja, ich bin Privatpatient, ja, kommen Sie vorbei, wir kleben Ihnen ein Pflaster drauf. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Ja, mich würde einfach mal interessieren, was ihr zu dem Thema sagt. Ob das Ganze nur Ausbeuterei ist oder... Ich meine, klar, Ärzte müssen auch leben, aber es ist ja jetzt nicht so, dass Ärzte wirklich so dermaßen wenig verdienen, dass sie nur Privatpatienten nehmen müssen. Wenn eure Eltern vielleicht Arzt sind oder eure Mutter Ärztin ist, fragt mal die, ob das wirklich so viel Unterschied macht zwischen Privat- und Kassenpatient. Ich nehme an, es wird schon... derben Unterschied sein, aber warum bekommt dann ein Kassenpatient wirklich so viel später einen Termin wie ein Privatpatient? Wo steckt dahinter die Logik? Welche Logik ist das, dass man da einfach bevorzugt wird? Ich verstehe es einfach nicht. Da könnte ich mich wirklich aufregen. Ja, genauso könnte ich mich jetzt den hinter mir aufregen. Ich fahre 90, hier darf man nur 80 fahren und dann klebt mir an der Pelle. Ich bin dann ja so jemand, ich bleibe einfach da, wo ich bin und lass mich nicht produzieren. Ja, ich lass mich da einfach nicht provozieren. Wenn sie meinen, sollen sie machen. Ist mir eigentlich auch relativ schnuppe.